Tag und Moinsen. Hi! Ja, mit einem Gewitter nehmen wir auf. Das machen wir. Ja, na gut, das stimmt auch nicht ganz. Ich vermute zumindest, dass es vorübergezogen ist. Hm? Hab schon eine Weile nichts mehr gehört. Naja, egal. Weiter geht's halt mit Dotec Part 11. Part 11, ne? Genau, Part 11. Genau. Habe ich das nicht schon gelesen gehabt? Nein, die kam jetzt gerade neu. Achso, danke. Versuche ich nächstes Mal. Mir geht auch einiges daneben. Kite, machst du Einkäufe? Ich würde sagen, nein. Eigentlich schon. Ich muss Sachen tragen. Ich war erstaunt, wie teuer die Sachen sind, die ich esse. Hm. Früher schon, aber jetzt nicht mehr. Ja, nimm mal das andere. Das ist sinnvoller. Das ist freundlicher. Na gut. Man kann sich vielleicht auch schon denken, aber ich sage noch nichts. Ja, ich wollte dann erstmal kurz das sagen, was du jetzt nicht gesagt hast. Wir hatten ja jetzt die letzte Woche aus Versehen keinen zweiten Part. Das hat aber den Grund gehabt, weil ich halt Geburtstag hatte und deswegen haben wir dann ein bisschen Geburtstagsvorbereitung gemacht und da hat das leider nicht mehr ganz so reingepasst und wir hatten auch nichts mehr im Petto. Dafür entschuldigen wir uns natürlich, trotz alledem. Entschuldige dich! Hast du doch schon gesagt. Ja, mein Wort zählt immer für beide. Aber nur im Positiven. Ja. Und deins immer im Negativen. Auf zum nächsten Server jetzt. Ja, muss ja. Wie spricht man das untere? Wie ist Lorik? Das? Dann Lorik, ja. Ja, das vordere habe ich nicht gemeint. Ah, da sieht man es auch schon, für vorne läuft ein Grunty. Das fette Viech da. Ja. Sieht aus wie ein Schwein. Sind sie jetzt ja auch. Das sind solche Schweineviecher. Schweinkühe. Wir sind ja auch keiner. Richtig. Ja, klar. Wir sind auch schon auf dem Chaos Gate. Ach, auf und am. Was? Ja. Was war das eben für... Hä? Ach, das war nur von irgendeinem hier so. Ach so. Okay. Wir schauen uns nämlich auch mal die Grunty Farm an, bevor... Ah, neue E-Mail. Die kann jetzt aber kurz warten. Ja. Auf doch richtig. Ja, ich sollte lieber nicht mit dem Analog-Stick laufen, sondern eher mit dem Digipad. Reden. Es hat immer Hunger. Sprechen die? Ja, ne? Nein. Ah, okay. Ja, dann mach doch einfach mal. Da ist auch gar Warum nichts. Sollst du denn die Grunty Farm machen? Nahrung geben? Erstmal reden. Ich hab Hunger, Oink. Gib mir was zu essen, Oink. Das redet aber. Achso, okay, weiß ich nicht. Ich habe ja keinen Kopf. Aber Oink macht das nicht. Oh, wir haben auch noch nicht allzu viele. Gib noch ein Goldei hin. Haben wir nur 11. Ja, und aber mehr als so ein anderer. Ja, gut, junges Ei und unsichtbares. Na gut. Dann gibt es halt ein junges hin. Man sieht auch schön die Werte. Körpergeruch wird schlecht. Oh ja, und es ist ein bisschen rebellisch. Gehen wir jetzt mal 5 hin. Rübst noch schön, wird größer. Bam. Aber ist natürlich noch nicht voll leer. Dann gibt noch ein Goldei hin. Er will unsichtbare. Oink. Der Geruch hat wieder abgenommen. Du kannst aber nicht so schnell drücken. Wie soll ich denn das so schnell sehen? Ich mach langsam genug. Wie gesagt, mit der Grunty-Zucht habe ich mich auch. Ich will Wurzelgemüse. Soll ich mich nie groß beschäftigen? Haben wir nicht. Also, ja, wartest du jetzt erstmal. Wie denn? Ja, sollst du das nicht erstmal lesen, was der Typ dazu sagen hat, für Informationen? Ich dachte, das machen wir später in Ruhe. Mach's doch jetzt, weil du bist gerade hier. Na gut. Über Grunties. Sie sind als göttliche Wesen bekannt. Man kennt sie in dieser Welt als Sitter. Ihre Zahl schrumpft, das heißt, sie seien bedroht. Das geht. Heutzutage ein Junges zu sehen ist eine Seltenheit. Eines aufzuziehen ist ein Geschenk. Die Grunties in den Städten sind wild und nehmen kein Fressen an. Weil sie erwachsen sind. Ah, okay. Gib das Futter, das du gesammelt hast, dem Kind. Gut, da wissen wir schon. Du hast es bestimmt schon bemerkt, Futter wächst in jedem Gebiet. Sammle Futter in den Feldern und Dungeons und füttere damit das Grunty. Aha, darf ich kurz was sagen? Ja. Vorhin wurde Grunty aber mit IE geschrieben hinten.
Bei Grunties halt. Aber eigentlich ist Y noch richtig. Ja, deswegen. Wenn du mit einem Grunty redest, sagt es, was es will. Also gib ihm bitte, was es haben möchte. Es frisst zwar alles, aber dann weiß man nicht, ob es auch ordentlich wächst. Und es wäre auch gut, ihnen verschiedene Futterarten zu geben. Ein Grunty wird erwachsen, wenn du ihm genug zu fressen gibst. Beim Erwachsenen werden, nimmt die Körpergröße zu und es spricht auch anders. Erst sind seine Wünsche vage, aber wenn es größer wird, weiß es genauer, was es will. Am Anfang kannst du es mit allem füttern. Wenn die Wünsche konkreter werden, gibst du ihnen am besten das, was es von dir verlangt. Das hat er schon mal gesagt. Ja, und... Gut, und das haben wir ja jetzt nicht, das, was es will. Reden. Das wächst ja in der Mauer am Ende eines Labyrinths. Ich finde eher lustig, Grunty the Kid. Ja, ich musste auch gerade an was denken. Ja, nicht nur das, aber es geht darum, weil es da Englisch so steht. Ne? Also. Es könnte auch einfach nur Grunty Kind stehen. Auch wieder mal. Vielleicht waren sie ein bisschen faul, die Übersetzer. Ach, erstmal Gruppe. Ach ja, ja. Wo haben wir sie? Da unten. Der ist wieder unfreundlich. Und natürlich sie. Weil sie heilen kann. Juppie, ich komme! Ich sehe noch keinen der beiden. Doch, ja. Das sind doch beide. Sie kam uns wenigstens entgegen und sie bleibt da nur stehen. Ja, weil sie storytechnisch hier ist. Ja, aber du verstehst, wie das so rüberkam. Doch, dann wollen wir mal auf gut Glück. Gut Glück? Ja, wegen dem Gebiet halt. Ich dachte, wir sind voll vorbereitet. Nicht wirklich, nein. Aha, toll. Leise, ewig, weiß ich. Ich bitte auch ein bisschen um Verzeihung, weil ich ein bisschen... Ja, ja. Energie. Er geht nicht so gut. Nee, ja, auch. Ich bin schlapp. Ich bin schlapp, energielos und. Was mir übrigens ich versuche aber das Beste rauszumachen. Manche Gebiete haben englische Namen, manche deutsche. Das stimmt allerdings. So. Gucken wir erstmal. Wir haben ja gelernt, mit Select kann man hier die Karte vergrößern und sehen direkt, dass hier der Dungeon ist. Das sieht ziemlich düster da aus, dafür, dass da was mit weiß stand. Okay, klar, es schneit, aber trotzdem. Düster. Ja. Es hätte doch auch ein schöner grauer Schneehimmel sein können. Also du weißt schon mit diesen grauen Wolken. Ja, das liegt aber halt daran, weil dieses Gebiet auch defekt ist. Ah, und Defekte machen jetzt auch andere Himmelarten. Ja. Arten. Mhm. Also es ist irgendwie so die Sonne scheint. Richtig. Okay. Gegenstände. Oh. Ey, du hast nicht mal eingekauft. Ja. Das erste Gebiet würde ich jetzt einfach drauf scheißen. Ja. Ist das mal ein Dungeon, den wir so frei erkunden? Ach. Hast du wenigstens noch Glücksfall? Ja, da haben wir noch genügend. Wenigstens etwas, an das du gedacht hast. Bisher geht's auch nur geradeaus. Dann sei froh, dass du hier noch keine verschwendet hast. Ja. Ich sag nach links. Danach. Na gut. Das sind wie ein Fisch. Ja, so ein Hammerhai-Ding da, oder? In etwa. Also was ähnliches. Ah, ein Zyklohai. Hatte nur ein Auge? Zwei, ja, glaube ich, da. Eigentlich zwei, ne? 13 Erfahrungen nur. Naja, du bist ja auch schon so hoch gelevelt. Ja, aber trotzdem. Da ist ein Hai. Das Gebiet ist halt. Oh, Schattenmesser. Ist ein Level 13er Gebiet und wir sind gerade erstmal Level 15, also ein bisschen mehr Erfahrung könnte man sich da schon wünschen. Ich sag immer noch links. Oder sagt nicht rechts? Mhm. Nein, ich sagte links. Ja, hier lang. Sagtest du. Ja, ja, ich denke einfach, dass es da jetzt noch nicht weitergeht. Könnte hinkommen, vielleicht. Waschbärenkappe? Ja, gucken wir uns auch gleich alles in Ruhe an. Ein Monsterbaum! Ach, nicht Gegenstände. Er sieht doch richtig freundlich aus, Alter. Erd. Ja. Das Vieh hat aber, glaube ich, nur ein Auge, oder? Oder erkennt man das andere nur schlecht? Ja, das ist zugeknüpft. Bestimmt mal ausgestochen. Na, hast du zu viel Spechte gehabt, oder was? Es gab wenigstens 40 Erfahrungen. Na, ja, das war gut. Ah, deine HP. Naja, ich kümmere mich schon drum. Dadurch, dass der SP sowieso steigt... Ich hasse diese Dinger. Ich sehe sie ja kaum. Ja, die hatten wir schon mal. Ach so, okay. Pflanzen oder so.
Oder ja. Aliens, Tentakel, ach, was weiß ich. Okay, sie pennt, naja. Deswegen, ja. Hat sie jetzt eben gesagt, heil mich wieder sofort? Ja, natürlich. Ah. Das ist die Kiste. Das war aber mal leicht, ja, wenn man da nur steht und pennt, dann kann es ja auch nur leicht sein, ne? Oh, der Kampf ging vorbei wie im Flug, wie im Schlaf. Siehst du, ich habe einen guten Weg gewählt. Du hast doch übrigens eben so eine Waschbärenkappe gekriegt. Achso, genau. Oder wie das genau hieß. Ja, Waschbärenkappe. Haben wir sogar schon ausgerüstet. Achso. Na, ist das das heißt? Theoretisch? Können wir ihr eine geben? Waschbärenkappe. Waschbärkappe. Achso, meine ich ja. Ist da im Prinzip, kommt das gleiche raus, aber ich wollte es trotzdem. Ach, da war auch noch auf der anderen Seite ein Weg. So. Ach ja, da. Da. Mal gucken, was kriegen wir denn? Reines Wasser? Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Guck ich gleich. Gegengift. Ja, Gegengift kann man immer gebrauchen. Geisteswasser. Reines Wasser. Hm, schon zum zweiten Mal. Das bedeutet bestimmt. Den Buff was. Nehmen wir erst gleich an. Wundtrank. Das ist klar. Ja, irgendwie muss dieses reine Wasser wohl gegen Gegner sein, also gut sein, die hier vorkommen. Guck ich gleich. Weil sonst würde man das mit Sicherheit nicht so viel kriegen. Gegenstände. Reines Wasser. Ne, erhält nur Wasserelement. Okay. Kurzzeitig. Ja, vielleicht ist das aber sinnvoll. Vielleicht sind da, was weiß ich. Jetzt ist dein Zauber höher. Richtig. Bye. Ja, jetzt würde ich vielleicht eine nehmen, oder? Ne, ich gehe erstmal hier lang. Die Chance, dass genau daneben gleich es weitergeht, halte ich für gering. Sie kann die Waschbärkappe nicht nehmen, ne? Ja, doch, könnte, aber ich weiß gar nicht, ob sie die schon hat. Ach, gucken. Und doch, hat sie schon. Okay. Deswegen gehen wir jetzt hier lang. Aber man muss immer nachgucken. Jetzt sollte ich lieber eine nehmen. Warum? Ja, zur Not machst du halt mal den Dungeon nicht komplett. Ja, deswegen gehe ich jetzt hier auch einfach hier hoch. Ja, die Truhen sind auch gerade unwichtig. Die hatten wir aber, glaube ich, noch nicht. Doch, ich glaube, die hatten wir auch schon mal gekämpft. Ich glaube, die sahen dann aber anders aus. 28. Die sind einfach. Da haben wir ein Eis. Aber auch vielleicht nur, weil du den Buff drin hast. Da haben wir eine Kiste. Weil ich denke mir einfach, man braucht auch nicht jede Kiste haben. Ja. Kriegt ja keinen Erfolg oder sowas. Und so wenig Erfahrung, wie es hier gibt. Ja, es zieht sich dann ja auch nur, ne? Richtig, da wollen wir lieber ein bisschen mehr zeigen. Yep. Weil sonst hast du halt das Problem, dass du gleich wieder, was weiß ich, bei der maximalen Länge, wie wir unsere Videos machen, ankommst, ohne dass wir groß was gesehen haben. Jetzt sind wir ja bei 13 Minuten etwa. Weil ich meine, seien wir mal ehrlich, diese Dungeons sehen ja nun mal ziemlich gleich aus, ne? Ja. Leider. Ändert es sich das eigentlich in anderen Spielen dann noch, also in den späteren? Es gibt vereinzelt noch andere, aber es gibt natürlich, sagen wir mal, 6 Grundgerüste vielleicht. Gut, ich meine Dungeon in so einem, also je nachdem, in manchen MMOs sehen ja auch nicht so groß anders aus. Manche. Ja, kommt halt an. Ja, bei WoW wahrscheinlich schon, aber das ist ja auch ein größeres Spiel und da bezahlt man. Aber so bei kostenlosen, denke ich mir, gibt es auch nicht so naja. Viele, oder? Das hier heißt Schildkröte, ist aber eine Krabbe. Oh Mann. Jetzt ist es eine tote Krabbe. Wir waren sogar 2 von da. War ziemlich bunt irgendwie. Hm. Sah ein bisschen aus wie angeschimmelt. Ja. Gegengift ist immer gut. Das sind aber okay. Relativ kurze Wege, ne? Und wieder diese Ghoulies.
Ich weiß nicht, wie die heißen. Wie heißen die? Ja, nicht die Schützen. Die heißen Guardian. Guardian, ja. Beschützer. Guardian. Aber das macht irgendwie mehr Sinn, das Vieh Beschützer zu nennen, weil es ist ja so eine Art Golem. Das kann auch Wächter halten. Ja, es ist doch dasselbe. Ja, Wächter und Beschützer ist doch das gleiche. Das ist ja auch. Also von daher nur ein anderes Wort. Beide sind dafür da, um auf was aufzupassen oder zu beschützen. Also, anderes Wort nur. Aber besser als die Krabbe Schildkröte nennen. Oder nicht? Mhm. Jetzt muss die dumme Glocke da draußen drauf. Leuten. Hier geht's nicht weiter. Sissi! Ja, wir können ja nicht auswählen, ob wir zurückgehen oder nicht. Sie fragt und wir machen's. Ja, wenn man das quasi... Ja, aber man hätte ja wenigstens noch den Hauptcharakter sagen lassen können, okay, oder ja. Wusstest du, dass das passiert? Nicht mehr, nein. Ja, was wollen sie jetzt tun? Ach, da kann man auch irgendwo kaufen noch. Naja. Das kommt dann auch noch, aber wir müssen uns erstmal ausloggen. Hättest du aber auch machen können. Hatte ich nicht mehr dran gedacht, das ist es ja. Ich meine ja jetzt gerade, damit du es nicht wieder vergessen tust. Dann tust du es für den nächsten Part. Naja, hab ich vor. Wobei wir ja jetzt sowieso gesagt haben, dass wir nicht mehr jede Kiste einsammeln und so. Aber dafür brauchen wir es trotzdem, um den richtigen Weg zu finden. So, E-Mail. Mehr nicht. Hey. Ich muss so Sachen herumtragen. Es ist sehr erstaunlich, wie teuer die Sachen sind, die ich esse. Ja, das haben wir. Das haben wir geschrieben. Und sie, ich habe noch nie etwas zum normalen Preis gekauft. Wenn man kurz vor Ladenschluss einkauft, sind teure frische Lebensmittel die Hälfte billiger. Und ich liebe es, noch weiter zu falschen. Ja, da können wir jetzt nicht mehr drauf antworten. Das ist übrigens tatsächlich so, auch bei uns auf jeden Fall, dass man dann öfter was billiger bekommt. Nicht wahr? Ja, aber nicht so. Ja, nicht um die Hälfte, nein, aber ein bisschen billiger auf jeden Fall. Jedenfalls hast du das ziemlich oft immer samstags bekommen, abends. Ja, gab es ab und an mal die Möglichkeit. Ah, ab und an, das war ja fast jedes Mal. Na, es geht. Kam aber drauf an, waren aber auch meistens eher, was weiß ich. Was ich mich nur jetzt frage. Warum du glitzerst? Nein. Ups. Wieso, warum glitzerst du denn? Nee, darum geht's nicht. Warum es jetzt nicht weitergeht? Weil normal ist das ja so... Ja, eigentlich hätte ich auch gedacht, die unterhalten sich jetzt darüber, was sie jetzt machen. Eigentlich. Ja, deswegen gehe ich jetzt erstmal hier hin und... Erstmal einkaufen und so. Genau, erstmal Items kaufen. Vielleicht dann noch ein bisschen mehr Rüstung, ich weiß ja nicht. Also wenn die was haben. Lohnt nicht. Ach, wir haben kaum Geld. Oh Mann, dann verkauf halt ein bisschen was. Hier, den Waschbär-Ding da. Das ist auch laufen. Wieso hast du überhaupt kaum Geld? Was hast du gemacht? Ich habe ein bisschen vorgesorgt und okay. Ah ja? Und warum hast du dann keine Feenkugeln? Ja, weil es ein bisschen... Dafür habe ich Wundtränke und so geholt. Ah ne, da unten sind sie. So. Ja, komm, musst ja nicht gleich übertreiben. 10 hätten es auch erstmal getan. Nein. Gegenstände. Okay. Wollen wir erstmal hier abgucken? Naja, bringt ja nicht mehr viel zu gucken. Du hast ja kein Geld. Ich meine auch nicht mit kaufen. Achso. Labert auch noch ein wenig einlagern. So. Ich dachte, du wolltest die verkaufen. Hatte ich dann wohl zweimal. Aber man kann ja auch mal ein bisschen was zurücklegen. Für den Fall, dass man was braucht. Ja, oder für andere Charaktere. Ich weiß ja nicht, ob du die anderen auch levelst oder so. Ja, das kommt dann noch. Aber was ich mich jetzt wirklich frage. Ja, wohin halt, weil da ging's nicht weiter. Dann kann ich mir schon denken. Hm? Dann geht's wieder zum Delta-Server. Wieso? Wie kommst du darauf? Ich hab irgendwie so ein Gefühl, dass jetzt was dann passiert. Na, mal gucken, ob dein Gefühl auch richtig liegt.
Das frage ich mich auch. Das geht dich einfach gar nichts an. Eifersüchtig. Dieses Liebesgeständnis. Das nennt man Liebe. Oder Verachtung. Je nachdem, wie sie... Oder Verwirrung. Ja, je nachdem, wie sie es empfindet. Da ist er auch schon. Der Elk. Wir haben noch nicht Ja gesagt. Sicher. Jetzt haben wir mal zugestimmt. Aber auch nicht zur Auswahl. Das heißt, ich muss einen von denen raushauen. Ich würde sagen, dann Black Rose, oder? Aber ja, zwei Magier ist stimmt, er heilt auch, ne? Genau, das heißt... Aber hat er nicht super wenig SP? Das ändert sich dann ja noch. Dann würde ich sie halt raus. Ich dachte, er wäre jetzt nicht zum Heilen, sondern an sich nur, aber das gibt's ja hier nicht. Gibt ja nicht Weißmagie und Schwarzmagie im Spiel. Nicht mehr. Ne? Ja. So. Magie ist Magie. Und um auf Nummer sicher zu gehen, wir haben ja gerade extra was abgelegt. Achso, die Waschbärkappe. Ja. Glaube ich nicht, dass er was Besseres hat. Da haben wir sie doch. Guck doch gleich hier. Ich muss ihn doch geben. Achso, oh, ja. Auf, also dem Level hat er, können... auf dem Level hat er noch nichts Besseres. Okay. Ich muss erst dahin. Das machen wir aber erst im nächsten Part. Eine gute Idee. Also. Bye bye!